Okidoki, als nächstes werden wir den Palast der Dunkelheit erkunden. Und hier sollen wir auch einen weiteren Weisen finden. Ich hoffe, dass wir Erfolg haben werden. Im letzten Part waren wir kurz hier, aber ich meinte, da wir das Ende des Parts erreicht hatten, dass wir direkt im nächsten, also in diesem Part, komplett neu anfangen. Diese Gegner sind ziemlich lustig, Leute. Schaut mal, da fühlt man sich doch original, genauso wie beim Einkaufen, wenn die Artikel, die man eingekauft hat, einmal gescannt werden. Ich lasse mich mal einmal auf blöd berühren, damit ihr seht, was passiert. Das ist so lustig. Oh nein, ein Eindringling. Wir können ihn nicht bekämpfen. Sobald wir einmal erwischt werden, landen wir hier im Gefängnis. Das ist so lustig. Aber für uns gibt es eine Möglichkeit, den Knast auf ganz entspannt zu verlassen. Wir können ja die Wand betreten durch die spezielle Fähigkeit von Linky Minky. Ja, da hätte ich mein Shotschild einsetzen können. Okay, dann fangen wir wohl an mit der Erkundung. So, wir schauen uns erstmal hier oben um. So wie es aussieht, kommen wir da nicht vorbei. Es sei denn, der Kollege dreht sich auf die rechte Seite und ich kriege es hin, da durchzulaufen. Ich meine, von hier aus kann ich zwar die Wand betreten, aber von hier aus geht es nicht mehr weiter. Oder ich könnte den hier machen. Erkennt er das? Eigentlich müsste er das erkennen, oder? Weil er sieht doch, dass sich da etwas bewegt. Okay, das wird ein bisschen gefährlich. So schnell die Wand betreten. Nein, das war blöd. Das kommt davon, wenn man so gierig ist. Okay, ich weiß nicht, warum ich hier sein sollte. Nicht, dass da etwas ist, was mich interessiert. Ach, ist da ein Eingang? Sehe ich das etwa richtig? Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Ach, von dort aus geht's weiter. Ja, okay, gut. Wir bleiben erstmal hier. Ups, da ist nicht so schlimm. Ich wollte sowieso auf der rechten Seite sein. Außerdem werden uns auch keine Kraftpunkte abgezogen. Und so wie es aussieht, verlieren wir auch keine wichtigen Items. Ah, die Melodie ist ziemlich lustig, oder? Normalerweise ist das ja so, dass man auf dem Touchscreen einmal sehen kann, ja, wie viele Untergeschosse und Erdgeschosse der Spaß hat. Und wo was sein könnte, wenn man den Kompass hat, aber irgendwie kann man das hier auf dem Touchscreen nicht sehen. Okay, so wie es aussieht, kommen wir wieder draußen, wenn wir diesen Eingang auswählen. Ja, das hätte man sich auch denken können, ne? Aber gut, wir schauen uns mal hier ein wenig um. Vielleicht können wir von hier aus weitere Portale erreichen. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es gleich weitergehen muss. Ich will nur hier diese Kollegen bekämpfen, die gehen mir gerade so auf die Nerven. Ah, oh, schaut mal da unten. Okay, gut, dass man hier so eine Treppe benutzen kann. Weil dann weiß ich, dass man wieder auf ganz entspannt nach oben gehen kann. Ich höre ein Mai Mai. Ach, da oben. Tatsächlich. Oh, oh, die Totenköpfe werden aktiviert. Der ist aktiv. Der andere ist noch am Schlafen. Ja, ich kann die auch aufheben. Und das war's dann. So, hier unten ist ja ein Eingang mit einem Portal. Was heißt Eingang? Aber hier sind Felsen, ne, die man einmal zerbomben kann. Dafür brauche ich, wie bereits erwähnt, die Bombe. Zerbomben und so. Und von hier aus können wir dann dieses Portal benutzen. Nice. Ich würde vorschlagen, dass wir das einmal kurz machen. Weil ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, alle Portale, die wir hier finden können, zu finden. Oh, in Hyrule haben wir demnächst sehr viel zu tun, das sage ich euch. Ich habe eben gerade vor der Aufnahme einen schwarzen Link mit roten Augen gesehen. In der Nähe von der Kirche. Das bedeutet, wir schauen da demnächst vorbei. Ich habe sowieso jetzt schon mittlerweile so einige To-Do-Sachen auf der To-Do-Liste. Ne? Da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, neben den wichtigen Aufgaben. Ja, ich frage mich gerade, ob wir jetzt unbedingt hier sein sollten. Muss aber eigentlich nicht sein. Wobei, gut, dass wir hier sind. Hier ist ein Herzteil, liebe Leute. Gut, dass wir hier doch vorbeigeschaut haben. Und so wie es aussieht, gibt es hier einen Secret Raum. Secret Raum? Secret Raum. Ah, nee, was machst du da, Link? Oh, den Gegner habe ich auch gleich besiegt. So, ich kann ein Mai Mai hören. Nicht, dass ich so Mai Mai auf einmal platt mache. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mai Mai hier irgendwo ist. Das wäre echt blöd. Das wäre mega blöd. So, für diesen Spaß brauchen wir wieder die Bombe. Gar kein Problem, wir haben genug davon. Ich meine, es gibt ja keine Menge oder eine Anzahl von einer Menge, die uns hier angezeigt wird. Gut.
Ach was, hier sind ja Feen. Ach Mist, ich hätte eine Fee zumindest fangen sollen, aber okay. Eine Fee reicht aus. Ich meine, ich habe nur eine einzige leere Flasche am Start. Oh nice, eine Fee gefangen. In eine Flasche. Gut, ich höre immer noch ein Maimai. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Maimai da unter diesem riesigen Felsen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwo ist. Wäre aber nice. Naja, mittlerweile haben wir schon über 50 Maimais. Also für uns sieht das ziemlich gut aus. Ja, eigentlich habe ich mich darauf konzentriert gehabt, alle 100 Maimais zu finden und erst dann zu Mama Maimai zu gehen. Vorhin im Privaten habe ich auch Irene gerufen und sie meinte auch, dass ich bei Mama Maimai etwas Tolles kriege. Okay, ich glaube, ich sollte mal allmählich die Wand betreten. Reicht das aus von hier aus? Naja, wir müssen es ausprobieren, anders werden wir das nicht herausfinden. Okay, einige Sachen kann man sich denken, aber manchmal kriegt man so Sachen hin, von denen man nicht ausgeht. Guckt mal. Schaut mal, Leute. Hier könnten wir eine Pause machen und Energie auftanken. Das ist doch nice. Nice, hier ist ein Maimai. Das hat sich auf jeden Fall doch gelohnt, hier vorbeigeschaut zu haben. Was? Mittlerweile haben wir schon 56 Maimais. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, ne? Was wollen wir machen? Wollen wir wieder zurückkehren? Okay, ich will mich nur hier ein wenig umsehen. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ah, okay. Gut, so wie es aussieht, waren wir hier noch nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir uns diesen Raum auch einmal anschauen. Höchstwahrscheinlich ist das so ein... ja, Raum, wo man nochmal Fee bekommen kann oder einen Schatz finden kann. Oh, das Auge musste daran glauben, durch die Explosion. Ah, okay, von hier aus komme ich hier an. Ah, okay, alles klar, die Wand betreten, da ist ein Herzteil. Ja, das hat sich wieder gelohnt, hier vorbeizuschauen. Oh, damit hast du nun 4 Stück und die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Nice, super. Ja, das lohnt sich in der Tat. Okay, gut, ich würde vorschlagen, dass wir von hier wieder den Dungeon verlassen, damit wir die Spur nicht verlieren. Oh, ist hier noch irgendwas, was wir jetzt schon machen können? Können wir uns ja kurz umsehen. Okay. Die Wand von hier aus zu betreten bringt nichts. Ja. Kann es sein, dass ich wieder ein Quieken höre? Ja, da ist ein weiteres Maimai. Das nehmen wir dann auch kurz mit. Maimai 57. Sehr schön. Läuft doch gut bis jetzt. Noch 43 Maimais. Sag mal so, wenn wir es hingekriegt haben, 57 Maimais zu finden, dann sollten wir auch die restlichen 43 Maimais finden. Da ist ein weiteres Maimai. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns auch um dieses Maimai kümmern. Es sei denn, das wird ein bisschen schwieriger. Mal gucken. Okay. Okay, muss ich jetzt da rein? Okay. Ja, ich höre dich, Maimai. Ah, nice. Von hier aus kann ich dich erreichen. Super. Maimai 58. Sehr schön. Okay, das reicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir zurückkehren. Na, ich glaube, ich habe jetzt nicht allzu viel verplant. Es kann sein, dass hier und da noch ein paar Sachen sind, aber das schauen wir uns nochmal in den letzten Parts an. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine Erkundung oder eine Tour durch ganz Hyrule und Dowrule nochmal in den letzten Parts machen. Nicht, dass ich doch etwas übersehen habe. Und außerdem kann das zweite Let's Play zu diesem Spiel dann vielleicht ein bisschen besser werden, weil ich das dann ja vor einer kurzen Zeit zu 100% oder halbwegs 100% durch LP'd habe. Okay, so. Ich glaube, ich benutze einfach mal die Hilfe von Irene, wobei eigentlich tut das nicht Not. Hey, pass mal auf, Kollege. Ich muss nur da oben einmal ankommen. Weg mit dir, Octopus. Okay, jetzt hier unten abbiegen und irgendwo hier war ein Portal. Da unten. Dann benutzen wir dieses Portal kurz. Wir haben uns lang genug hier umgesehen. Das reicht. Schließlich müssen wir uns um eine wichtige Aufgabe kümmern. Wir müssen einen Waisen retten. Bis jetzt haben wir nur 3 gerettet. Na, immerhin, aber dennoch haben wir nicht die komplette Halbzeit erreicht. Da fehlen noch
0,5 Punkte. Oh, oh. Da ist jemand sauer. Uiuiuiui. Mist. Blöder Treffer, blöder Treffer. Ich höre schon wieder ein Mai-Mai da oben. Da oben, ich habe es glaube ich gesehen. Da oben, ja. Wie kommen wir denn da oben an? Das ist jetzt meine nächste Frage. Nicht, dass ich gerade irgendetwas übersehen habe. Wartet mal. Bringt das was? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich meine, so finden wir das Ganze ja die ganze Zeit heraus. Mal gucken. Okay, das hat was gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in Hyrule war das ja genauso. Ja, nice. Sehr schön. Ach, wartet mal. Jetzt habe ich es verstanden. Von hier aus können wir auch diesen Raum da erreichen, oder? Einfach runterjumpen. Ui, ui, ui. Ach ja, seit dem letzten Part werden uns die Bienen nicht mehr angreifen. Mittlerweile sind sie unsere Freunde. Hier, wie putzig, oder? Und solange wir uns in einem Bereich befinden, werden sie uns verfolgen. Oh, eine große Fee. Meine Wunden heilen. Mir geht's gut, aber dennoch tut eine kleine Pause immer wieder gut. Oh, wie wunderschön. Sie hat mir geholfen. Jetzt habe ich voll vergessen, mir Tee zu holen. Ich habe mich gerade gefragt, irgendwas habe ich doch vergessen. Tee. Na egal, dann später. Ich ziehe erstmal durch. 2-3 Parts. Ich habe irgendwie voll Bock auf dieses Spiel die ganze Zeit. Mhm. So, von hier aus geht's echt nicht weiter, ne? Ja, Mist. Ab in den Knast mit dir. Kein Problem, den Knast können wir auf Easygoing verlassen. So schnell durch. Mist. Da war ich, glaube ich, zu voreilig. Gut, dann halte ich einen Gang runter und gehe die Sache ein bisschen langsam an. Hier die Wand betreten. So erkennt er uns nicht. Auf richtig merkwürdig. Ja, wieder Rubine klar machen. Reichen die Strahlen bis auf die rechte Seite? Ja doch, Mist. Mist, ey. Wieso kann ich die nicht bekämpfen? Ja, ich glaube, das liegt daran, weil sobald der eine mich findet, werden die anderen alarmiert. Ich frage mich, ob man diesen Stein noch einmal angreifen kann, um Rubine klar zu machen. Mist, das war blöd. Okay, so. Schnell durch hier. Nice. So, haben wir hier unten was? Okay, alles klar. Hier können wir wieder die Gegner bekämpfen. Was haben wir denn da oben? Was ist denn das? Uiuiui, aufpassen. Ah, okay. Der dreht sich hin und wieder mal um. Ah, ja. Wir warten einfach, bis er sich einmal umgedreht hat. So, jetzt hört's auf. Genau. Die Wand betreten. Ah, ich kann die Wand gar nicht betreten. Aber ich kann bestimmt hier die Wand betreten, in der Mitte. Hä? Mist, das ist ja schwierig. Oder kann ich ihn irgendwie mit irgendeiner Waffe angreifen? Okay, Leute, ich glaube, das wird wirklich ein bisschen knifflig. Ach so, von hier aus geht's hier auch. Nee, ich Idiot. Ach, ich bin ein Vollidiot. So gelangen wir nach draußen und stehen plötzlich am Eingang. Da waren wir doch schon. So. Oh, diese Rubine sind so eine Verlockung. Oh, ich kann aber sehr viele nicht aufsammeln. Na toll. Oh nee, ne? Ich habe mich gerade gefragt, ob ich ihn angreifen kann mit dem Stein. Vielleicht haut das sogar hin. So. Ich meine, diesen Kollegen kann man ja ganz leicht austricksen. Aber bei diesem wird das ein bisschen schwieriger, ne? So. Jetzt einfach schnell durch. Ach was, man kann die gar nicht angreifen. Ja, was soll's. Ja, wie machen wir das denn hier auf dieser Seite? Da ist auch noch jemand, ne? Oh, warte mal. Aber wie machen wir das am besten hier? Wieso kann man die Wand nicht betreten? Nee, die Mitte kann ich nicht erreichen. Das ist merkwürdig. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier weiterhin umsehen. Da ist es ein bisschen schwierig. Ach was, der dreht sich komplett um. Der hat bestimmt Angst bekommen. Wer ist das hinter mir? Sorry, Kumpel, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach ja, aber um ehrlich zu sein, gefällt mir der Spaß hier in diesem Dungeon.
Auf die Rubine verzichte ich dieses Mal, um Zeit zu sparen. Einfach durchlaufen schnell. Wie wäre es, wenn wir uns hier umsehen? Ach, hier ist nichts. Nee, da können wir nicht durch. Warte mal, ist da ein Maimai? Oder war das eine Maus? Ich höre ein Quieken, aber das könnte tatsächlich eine Maus oder eine Ratte sein. So wie es aussieht, müssen wir von hier aus weitermachen. So, dreht er sich wieder um. Oh, ich habe nicht mehr genug Energie, Mist. Ach, da sind zwei Wachmänner, das ist ätzend. Das ist ätzend. Das ist wirklich ätzend. Jetzt vielleicht schnell... Nein! Ich hätte ihn nicht berühren sollen. Dann hätte ich auch ganz entspannt kurz die nächste Wand betreten können. Ey Leute, so einfach ist es doch nicht. Ich meine, es ist jetzt auch... abends. Da bin ich meistens immer gechillter drauf. Weil ich auch ein bisschen auf meine Nachbarn Rücksicht nehme. Naja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich am Abend ein bisschen langsamer denke. Deswegen ist das gerade echt knifflig für mich. Aber man kann das hinkriegen, so ist das nicht. Schnell rein da. Okay, super. Nein. Ab in die Mitte. Energie auftanken. Falls jemand kommt, die Wand betreten. Ich hab doch da gerade was gesehen. Oh, schnell dann die Wand betreten. Weil sonst erwischt er mich mit den Strahlen. Okay, hier haben wir unsere Ruhe. Hä? Ist das ein weiteres Gefängnis oder das Gefängnis, in welches wir gesessen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein anderes Gefängnis. Ich glaube, von hier aus können sie uns nicht entdecken. Irgendwo hier ist ein Maimai. Irgendwo hier ist tatsächlich ein Maimai. Okay. Ui, 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 ui. Gefährlich. Der Kollege ist gefährlich. Hoffentlich dreht er sich nicht... Dreht er sich nicht komplett um. Okay. Da ist ein Herzteil. Ui, der Kollege hat mich nicht entdeckt. Sehr schön. Da ist ein Maimai. Das ist tatsächlich ein Maimai, Leute. Also war das doch keine Ratte. Hier ist eiskalt ein Maimai. Aufpassen vor den Strahlen, sonst müssen wir alles wiederholen. Oder vielleicht können wir dieses Mal in dem anderen Gefängnis sein. Nein. Schnell weg hier. Ich hoffe, ich mache gerade alles richtig. Es könnte sein, dass ich gerade ein bisschen zu schnell unterwegs bin. Okay, da müssen wir wohl als nächstes rein. Diese Mitte da interessiert mich. Schnell. Ich hoffe, er dreht sie nicht um. Schnell. Schnell, 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 schnell. Sehr schön. Okay, bis jetzt sieht das gut aus. Ich muss Energie aufladen, liebe Leute. Ey, das ist ja richtig gefährlich, dieser Dungeon. Okay, von hier oben kann er uns nicht erkennen. Den Enterhaken zu benutzen bringt gerade nichts. Ich muss hier die Wand wieder betreten. Wir haben genug Energie am Start. Kein Stress. Gib it cool. Ich versuche die ganze Zeit voll ruhig und leise zu sein, als ob die mich hier hören könnten. Oh, hier ist ja ein Wetterhahn. Wie putzig. Super. Sehr, sehr schön. Gleich erstmal abspeichern. Super. Okay, ich glaube, hier könnten wir eine Bombe benutzen. Ja, alles klar. Dann schauen wir uns nochmal kurz hier um. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen haben. Nee. Okay, ich sollte jetzt auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich mich von den Gegnern erwischen lasse. Palast der Dunkelheit. Okay, jetzt geht's richtig los. Ist das nice. Das Video ist jetzt auch kurz davor zu enden. Das passt alles. Okay, ich glaube, ich muss meine Lampe benutzen. Schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal die Lampe benutzt habe. Okay, na, ich schaue mich erstmal hier um. Okay, die Platte bewegt sich, wenn ich die Kugel einmal aktiviert habe. Oh, schaut mal. Hier könnte ich wieder eine Bombe benutzen. Mache ich mal kurz.
Und nebenbei kümmere ich mich hier um die Lampenmist. Ich habe noch eine Bombe da hin platziert. Okay, Lampe. Auf einmal ist hier ein Secret-Raum. Soll ich hier rein? Oh ja, warum nicht? Hier ist eine Schatztruhe. 5 Rubine, okay. Nice. Okay, das ist gefährlich hier. Man kann hier auf jeden Fall runterfallen und das war's dann. Was ist denn das für ein schöner Lichtstrahl? Okay, kümmere mich mal hier um Licht. So schnell. Okay. Wie mache ich das am besten? Hä? Das ist doch merkwürdig, liebe Leute, oder? Das ist richtig merkwürdig. Gibt es dafür einen bestimmten Trick? Hä? Muss das Licht aus sein? Nee, ne? Nee, das begreife ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht. Ist hier was? Ich würde vorschlagen, dass wir hier einfach mal einen Cut machen. Ich meine, wir haben schon mittlerweile ja, 21 Minuten erreicht. Wir haben gerade den Dungeon erwischt und betreten. Wir kümmern uns um diesen Dungeon einfach im nächsten Part. Und in den nächsten Parts werden wir uns um diesen Dungeon kümmern. Ich werde mir kurz im Privaten einmal Gedanken machen, wie ich das hier zu verstehen habe. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.